Meine Damen und Herren, hier ist der Alexander Straub. Jo, was geht ab, meine Freunde, und herzlich willkommen hier zu einem neuen Video auf meinem Kanal. Und heute gibt's wieder was ganz Besonderes, denn bevor dieser ganzen Quarantänezeit und bevor wir jetzt alle zu Hause eingesperrt sind, gewesen sind und, Moment, nochmal, ich komm nochmal rein. Okay, also jetzt, bevor diese ganze Quarantänezeit und bevor wir alle jetzt eingesperrt sind und waren, hatte ich ja nochmal den Sascha besucht und wir haben ja ein bisschen was zusammen gefilmt. Und da gab es einen Zaubertrick, den ich noch mit ihm machen wollte, den beschäftigt den lieben Sascha bis heute. Immer noch redet er darüber und ruft mich an, was denn los ist und warum das so passiert ist, warum das funktioniert hat, wie es funktioniert hat. Und deshalb wünsche ich jetzt ganz viel Spaß. Heute nur ein ganz kurzes Video. Kleiner Zaubertrick mit Sascha, weil ich ein bisschen zaubern für den. Der so, boah, ich so, boah. Und dann, ja, ihr seht ja selber. Viel Spaß. Sag mal, Sascha, bist du eigentlich musikalisch? 0,0. Perfekt, ich auch. Ich auch. Ich habe aber mal versucht, mich musikalisch weiterzubilden, indem ich mir so ein Klavierbuch gekauft habe. Und ich habe auch ein Keyboard gekauft. Das Keyboard ist jetzt eine super Ablagefläche und das Buch habe ich aber gedacht, komm, jetzt, damit muss man wenigstens irgendwas machen und habe dir das einfach mal mitgebracht. Das ist so ein klassisches Notenbuch, wie man es halt so als Anfänger irgendwie hat. Und wenn jemand von euch irgendwie anfängt, Klavier zu spielen, ey, das kennt man echt so. Dann kennt man das, oder? Auch ganz klassisch. Schön in groß alles. Schön in groß, damit man es von weit weg auch im Prinzip alles gut sehen kann. Ich wollte es nicht aus der Hand. Nein, alles gut, ist doch, das bleibt doch unter uns. So, und jetzt würde ich dich aber mal bitten, guck mal, hier hat es, ich glaube, das fängt bei Seitenzahl 6 an, genau, und geht bis 20, wahrscheinlich 20, 21, müsste die letzte, genau. Ich würde dich jetzt einfach mal bitten, denk doch mal oder nenn doch mal einfach irgendeine dieser Seitenzahlen, die für dich einfach, in, wo du jetzt gerade soll ich jetzt sagen oder einfach denken? Sagen, genau. Ich habe Bock auf Seitenzahl 17. 17, oh, die ist relativ weit hinten, dann machen wir hier mal auf, die 17. 17 ist der Pink Panther. Okay. Ja? Also ich kann mir sogar durchsehen, 18 wäre Happy Birthday gewesen, Pink Panther. Hast du die Sendung früher gesehen? Ja. Ja? Interessant, interessant. Kennst du die Melodie? Ja. Ja. Und weißt du, was auch interessant ist? Dass ich dir hier eine Spieluhr hingestellt habe. Weißt du, wie man eine Spieluhr bedient? Ich vermute jetzt einfach mal, dass ich hier... Du drehst einfach an der Kurbel. Soll ich anfangen? Fang mal an. Klingt aber mega schön. Ja, oder? Also jetzt unabhängig von dem Fakt, dass es einfach der rosa-rote Panther ist. Genau, du hättest sonst hättest du Let It Be oder du hättest, was weiß ich was, hier noch erwischen können. Happy Birthday, aber es wurde der Pink Panther. Also es ist heftig. Schön, oder? Ey, es tut mir so leid, ich bin, manche Leute rasten immer so aus bei Reaktionen, ich bin immer nur so sprachlos. Ja, aber das sind eigentlich die viel schöneren Reaktionen, die sind viel realer. Kam der Klang wirklich, das klang so, als ob da eine Box oder so drin ist. Nimm's ruhig genau unter die Lupe. Hä? Wenn ich jetzt kurbel? Das ist die passende Musik zu dem, was hier abgeht, ehrlich gesagt. Ja, das war's auch schon wieder mit dem Video für heute. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, dann lasst dem Video einen Daumen nach oben da. Wenn ihr neu seid, dann abonniert auf jeden Fall den Kanal, damit ihr nichts mehr verpasst. Und ja, wirklich, ich hätte mir nichts Besseres hier am frühen Morgen vorstellen können. Also besser wäre nicht gewesen, aber jetzt nach so Zaubertricks ist auf jeden Fall top. Ja, ihr seht, ich bin wieder zurück in der alten Wohnung und für alle, die es verpasst haben, ich habe euch letzte Woche meine neue Wohnung gezeigt. Also, da ist die natürlich noch ein bisschen leer, aber man sieht auf jeden Fall schon, dass es echt cool wird und dass wir da einiges vorhaben. Also, schaut es euch mal an. Wenn ihr es noch nicht gesehen habt, ist irgendwie ein bisschen untergegangen. Schaut auf jeden Fall bei Sascha vorbei. Jetzt nochmal eine Ankündigung. Der Podcast, den ich gestartet habe mit Marc Weide, der läuft auch richtig gut und es macht richtig Spaß. Hört da auch mal rein. Es ist total verrückt, was wir da alles besprechen und wir haben auch schon einige Geheimnisse verraten, was auf euch noch zukommt die nächsten Monate. Also, checkt das mal aus. Hört da mal rein und dann würde ich jetzt auf jeden Fall sagen, ja, ja, haltet durch, Freunde, haltet durch. Lasst uns mal in den Kommentaren ein bisschen diskutieren, was macht ihr gerade so in der Quarantänezeit? Habt ihr euch irgendwas ausgedacht? Habt ihr irgendwas rausgefunden, was man machen kann? Also, wenn das so weitergeht, ich sterbe vor Langeweile. Leute, schreibt mal in die Kommentare, lasst uns mal unterhalten, was kann man jetzt gerade machen, außer dem Podcast von mir und Marc Weide anhören. Na, das war doch mal hier wieder zack, Schlenker zurück. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns jetzt unten in den Kommentaren. Auf Instagram, TikTok geht gerade auch relativ viel. Da mache ich gerade immer mal wieder was, also checkt mal TikTok ab. Oder, ja, beim nächsten Video. Bis dann. Dahin. Passt auf euch auf, bleibt zu Hause, bleibt gesund und wir sehen uns beim nächsten Video. Bis dann. Tschüss.